Alle Jahre wieder. Heute werden wir umlaufen. Ja? Wie man das ganz im Detail, welche Larven man nimmt, ich verlinke euch da mal ein Video. Ja, ich habe mir da mal Mühe gemacht mit einem USB-Mikroskop. Habe leider heute die Zeit nicht, ja, dass ich euch das genau zeige, wie groß die Larven sein können. Könnt ihr da anschauen. Aber jetzt geht es ja darum, wir ziehen uns die Königinnen hier in den Mini-Bullussen nach. Also wir werden erstmal wahrscheinlich einen einzigen Probedurchgang starten. Ja, dann schauen, wie die Annahme ist. Ja, also in 3 Tagen. Für euch ist es ein separates, naja, vielleicht schneide ich es zusammen. Ja, muss ich schauen, wie es zeitlich schafft. Dann schauen wir, wie die Annahme ist und dann Feuer frei. Ja? Und dann heißt es, jeden zweiten Tag 2 solche Rahmen plus einen großen. Vollgas. So. Was? Oh, da brennt es. Eieieiei. Geh aus. Guck mal, hier die Spachtel, die Kalle. So, jetzt. Also ich glaube, du gehst heute nicht aus. So, aber jetzt. Räuchert. Jetzt müssen wir erstmal eine Wabe holen aus dem Zuchtvolk und das ist hier. Ja. Das Ohr. Schlüssel drehen, dass wir uns das Ergebnis nicht verfälschen. Ja. Und dann schauen wir mal rein. Ja. Das hier oben ist jetzt ja auch schon ein Honigraum. Also der interessiert uns hier oben eigentlich überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Aber wenn ich schon mal offen habe, ja. Den Honigraum haben sie jetzt seit ja, so 2 Tage ganz leicht um drüber. So. So, ein bisschen anmelden. Ja, das Problem ist, wir haben Gewitterstimmung. Also wir haben jetzt heute, gestern war es wirklich schön, wirklich schön. Und morgen ist wirklich wieder extrem schlechtes Wetter gemeldet. Und man merkt, also, dass das schon drückt. Ja, ganz leicht ist schon was drin. Aber gut, ist ja jetzt egal. Aua. Jetzt schauen wir mal. Unten nein, jetzt brauche ich einen Stockmeißel. Heieiei. Die ist gut. Die ist sogar sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. So, jetzt haben wir natürlich hier die Bienen drauf. Und hier auch, wenn ihr die umlauft. Viele halten ja dann so und klopfen sich auf die Hand und dann gehen sie runter. Also dann fallen sie runter. Mache ich ungern, wenn ich umlaufe, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, ob hier, oh, da ist viel frischer Nektar drin. Okay, dann werden wir ein bisschen sauen wahrscheinlich jetzt dann. Ich mache am liebsten so diese Methode, ja. Ganz locker aus dem Handgelenk, ja. Und im Prinzip nicht so ganz so ruckartig wie draufklopfen. So. Fertig. Und wir haben unsere Wabe, die schauen wir uns jetzt gleich genauer an. Zum Umlaufen. So, jetzt ist schon mal die erste Frage, die man sich stellen muss. Welche Umlaufnadel nutzt man? Ich komme sehr gut zurecht mit den chinesischen. Ich komme aber auch sehr gut zurecht mit dem hier. Der hier. Mit dem komme ich sehr gut zurecht. Wieso ist der so schwarz? Weil ich den abgebrannt habe ein bisschen, ja, sauber gemacht. Ich komme aber auch sehr gut zurecht mit dem chinesischen. So. Wenn ihr die kauft, wirklich müsst ihr darauf achten, dass da vorne, das hier, ja, dass das wirklich schön rund ist. Aber bei dem ist das, der muss in den Mund. Der muss wirklich in den Mund, dass ihr, sag's mal, dass dieser Federkiel schön weich wird. Wenn er das nicht macht, könnt ihr es gleich bleiben lassen, funktioniert der hier überhaupt nicht. Wirklich, geht nicht. Also katastrophal funktioniert er, aber so richtig nicht. Vor allem, er funktioniert definitiv überhaupt nicht bei ganz frischen Waben. Ja? Weil er dann nur ins Wachs reinstecht und so. Also keine Chance. Also den nehmen wir mal in den Mund, hier so in die Backe. Deswegen bleibt dieser hier immer, das ist meiner. Ja?
wird nicht geteilt. Wenn ihr da einen kauft, viele, manchmal sind sie so zugeschnitten. Seht ihr das? Könnt ihr gleich vergessen. Ist Katastrophe, funktioniert nicht. So einer. Könnt ihr vergessen, wegschmeißen. Ihr habt die jetzt nur aufgehoben, um die euch zu zeigen. Ja? Zu dem Thema Weißelbecherchen. Das hier, die wo jetzt hier drauf sind, die sind noch nicht bebrütet worden. Ja? Die habe ich nur mal kurz reingehängt und habe mal geschaut, was sie machen damit. Ja? Ich tauche die nicht auch nicht in Wachs. Viele nehmen die ja und tauchen die in Wachs vorne rein. Habe ich auch gemacht. Und ich kann euch sagen, also ich persönlich habe keinen Unterschied feststellen können von der Annahme, ob ich die jetzt tauche oder nicht. Ja? Ich nehme die einfach so. Umso enger die sitzen, umso besser ist die Annahme. Ja? Weil oftmals wird dann weiter auseinandergegangen, weil man dann sagt, ja, haben sie mehr Platz. Nee, die wollen das gar nicht. Umso enger, umso besser, aber ihr müsst darauf achten, dass ihr trotzdem nur den Käfig drauf bekommt. Ja? Das ist, also finde ich, ist wichtig. Ja, ich hätte noch ein bisschen weiter zusammen können, aber passt. Hm? So, und jetzt schauen wir uns das mal an, was ich hier mache. Ja. Solange der hier noch ein bisschen einweicht, ja, nehme ich mir das hier. So, das muss ich hier wegtun. Und jetzt suche ich mir, ich hole mir mal Larven. Normalerweise mache ich das innen drin, aber das habe ich noch nicht abgeräumt und umgeräumt. Hier. Aber das kommt jetzt dann bald. Da wird meine Umlaufstation, beziehungsweise jetzt, wenn ihr das Video seht, ist das schon so vorbereitet und läuft. Ja, und ich habe aber da jetzt auch einen Fehler gemacht. Ich mache das bewusst übrigens hier über den Kunststoffdeckel, dass er... Zum Schluss dann. Ich drücke dann immer auf Pause und speichere das. Diese Larve ist zu groß. Ja? Die ist zu groß, okay? Und weil wir jetzt nicht wollen, dass die stirbt, legen wir die woanders einfach wieder rein. Da, wo nichts drin ist. So. Dann, jetzt holen wir die nächste. Kleinere Stufe. Das ist ein Stift. So, also Stifte kann man nicht umlaufen. Also, ich hole euch jetzt mal was. Das war so. Die Grenze ist von der Größe her, okay? Wo man sagen kann, das funktioniert noch und das wären eigentlich noch ganz plausible Königinnen. Okay, das wird jetzt nichts. Die habe ich jetzt da runtergeschmissen. So. Oh, hier ist eine Hornisse. Hier ist eine Hornisse. So, nächste Größe. Das ist so die Größe, wo man sagen kann, ich hoffe, dass es scharf stellt, ja. Ich hoffe, dass es wirklich scharf stellt. Das ist so die nächste Größe, wo man sagen kann, das ist gut. Ja, das, da kann man damit arbeiten. Also das werden schon welche. Ja. Wichtig ist, relativ wichtig ist, dass ihr... Ja, die habe ich jetzt zu fest genommen. Die kriege ich im Becherchen gar nicht mehr runter. Also ich habe die zu weit auf dem Löffel drauf. So, und jetzt holen wir mal eine. Mal, auf dem Wachs kriege ich sie runter. Ja, da kann ich sie antippen. So. Hier haben wir eine. So. Das ist jetzt eigentlich perfekt, was ich euch jetzt zeige. Halt, so. Ich hoffe, es stellt scharf. Das ist eigentlich perfekt. So, die Größe, die ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ihr seht es, die ist so nur so ein bisschen auf dem Löffel drauf, weil man jetzt auch hierher gehen kann und die ablegen. Ja? Weil wenn die komplett da drauf ist, dann tut es euch schwer, die da runter zu streifen. Ja? Wenn die so ein bisschen übersteht, dann kannst du es runterfallen lassen. Ja? Das ist jetzt der hier. Also ich komme mit dem auch sehr, sehr gut zurecht. So. Und jetzt ist der hier, warte, ich muss den Mund tun. Mhm. Also jetzt pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wir machen jetzt diese vier hier mit dem und diese vier mit dem. Okay? Das ist doch ein Deal. So. Und jetzt nehme ich den hier. Jetzt Test. Ja, er biegt sich. Ja, mit der Zunge schon so ein bisschen vor. Also rumgespielt dran, dass er sich schon so leicht biegt. Sitzt es. Und jetzt machen wir mit dem hier. Seht ihr es? Da ist mehr Gelee Royal dabei. Dann rein in die Kuhle, langsam hochziehen und runterschieben. Ja? Also mir ist, ich muss, kann nur sagen, also mir ist der hier lieber. Das ist immer so eine Gewohnheitssache. Mhm. Also finde ich jetzt, das ist, ich glaube, das der Großteil ist wirklich eine Gewohnheitssache. Also ich kann halt mit der hier, also ich persönlich kann mit der hier viel, viel kleiner und viel, viel schneller umlaufen und richtig kleine, ja. Also die sieht man kaum, weil die so im Gelee Royal schwimmen. Halt. Aber das ist eine Übungssache. Das Wichtigste ist wirklich, dass man die geschmeidig macht, ja. Also ich kriege mit der tendenziell kleinere Larven. Einfacher vor allem, viel einfacher. Ich habe aber einen absoluten Anfängerfehler gemacht. Ich habe die Weiselnäpfchen waren eiskalt, außer zwei Stück. Aber das wird es ja danach. So, dann fülle mich da mal drauf, aber ich glaube nicht, dass wir es scharf bekommen. Ich probiere es aber. Ja. Fertig umgelauft. Jetzt gehen wir zu unserem Zuchtvolk. Dieses Zuchtvolk, weil die sind eh so ein bisschen in Schwarmstimmung. Ja? Also, hätte natürlich das auch vorher schon öffnen können. Das wäre vielleicht unter Umständen ein bisschen intelligenter gewesen, aber naja, naja. Der Eintrag ist gigantisch. Sieht zumindest so aus. Das ist jetzt das Einzige, was mir unter Umständen ein Problem werden kann, das ist die Tracht, weil wir wirklich Tracht haben ohne Ende. Ja? Wirklich Tracht ohne Ende. Und das kannst du, ja, okay, das ist schon mal klar. Das kann ich schon mal nicht rausnehmen. Oh mein Gott, ja. Jetzt zeige ich euch, was ich meine. Das ist komplett voll. Ich fange hier schon das Verdeckeln an. Das ist jetzt das Einzige, was mir wirklich ein Problem darstellen könnte. Auf Dauer. Ja. So. Geh weg. Eieiei, mir fällt gerade auf, ich habe keinen Schleier an. Naja, jetzt hilft es auch nichts. So. Und jetzt kommt einfach das in die Mitte von der Mini Plus. Ja, wird einfach reingehängt. Und das war's. Ja. Jetzt ist natürlich wirklich ein Problem. Durch die starke Tracht, jetzt machen wir gleich mal hier wieder zu. Durch das, dass so starke Tracht herrscht, kann das wirklich sein, dass ich mir jetzt das komplett zubauen und verhonigen, weil der Bautrieb ist jetzt im Moment gigantisch. Ja. Jetzt habe ich hier natürlich das Völkchen noch offen. Normalerweise brauche ich für die ganze Prozedur, wenn ich nicht filme und nichts mache, ja, wie lange brauche ich? 5 Minuten, wenn überhaupt. Länger brauche ich nicht. Ja. Wenn ich natürlich filme, brauche ich ein bisschen länger. Ja. Aber tendenziell geht es wirklich sehr schnell. Also ich brauche normal 5 Minuten, dann bin ich schon wieder weg. Also dann habe ich umgelauft, dann habe ich alles gemacht. Mal sauber machen gleich hier. So. So, jetzt geht's weg. Komm. So. Morgen wird das Volk dann gecheckt. Warte mal, gibt's ein bisschen Rauch hier. Da ziehen wir alle hier weg. Geht's. So.
Ja, ihr müsst vorn wieder rein, Ladies. Hilft jetzt nichts, wir machen jetzt die Luke zu hier. Weil so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Halt. So rum kurz. Tada, passt. So, das war's. Ich schneide das auf 1 zusammen. Ja. Für mich sind es jetzt 2 Tage warten. Für euch sind es ein paar Sekunden. Wir sehen uns in ein paar Sekunden. So, für euch nur ein paar Sekunden, für mich waren es ein paar Tage Chaos. Also ich sag's euch, beschissenes Wetter. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Wetter, gut, wir dürfen nicht jammern. Also es ist kein imkerfreundliches Wetter. Ja, passt auf, wir haben Schwarmwetter pur. Ja. So. Das müsste reichen. Ein bisschen geht er noch. Schauen wir mal rein. Ich habe nicht reingeschaut. Ich bin gespannt. Also was ich aber jetzt schon gemacht habe, hier ist jetzt schon was drin, da ist schon was drin und da vorne ist schon was drin. Also ich habe gut nachgelegt, egal was da jetzt rauskommt. In der Regel ist eine Annahme von 18,7. Ja, das ist so die Regel. Ich habe aber letztes Mal einen Fehler gemacht. Den sage ich schon gleich, ich habe einen Fehler gemacht, das ist mir erst am nächsten Tag gekommen. An so Tagen, wenn es so kühl ist wie heute. Und ich das mache, dann mache ich nochmal immer eins. Ich zeige es euch mal. Ja, komm, jetzt schwenk mal runter hier. Entweder dieses Teil stelle ich komplett rein. Oder diese Weiselnäpfchen schmeiße ich so mit rein. Dass die ein bisschen vorgewärmt sind. Meistens stelle ich das so rein. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ja, bin mal gespannt. Bin wirklich gespannt. Ja. Eieiei. So, ein bisschen Rauch. Okay, Folie ist drauf. Das ist übrigens ein Nachteil, wenn man eine Folie drauflegt, dann kleben sie nicht an, was sehr gut ist zum Runternehmen. Nachteil, der Wind weht runter. Ja, also da muss dann wirklich Stein drauf. Ist keine Folie drauf, kleben sie den Deckel an. Ja. Oh, die klebt. Mein Gott, na. Ihr könnt schon mal einen Blick wagen. Ne? Mal schauen, was ihr sagt. Also das mit dem Reisnagel ist es. In Dirk sein. Dirk unverzagt. Knacken. Nacken. Das war mein erster Versuch dieses Jahr. Komm, Baby. Baby. Nö. Doch. Mein Gott, na. Ja, das ist jetzt so ein bisschen lächerlich. Aber gut, wir zeigen es ja. Kann nicht immer alles klappen. Es ist einmal 1 angenommen und einmal 1. Also von jeder Technik, von der Umlauftechnik ist 1 angenommen worden. Die mache ich jetzt gleich wieder rein, weil es ist nicht so warm. Ja, wir haben 14 Grad, fast kein Flugbetrieb. So, jetzt die Frage, was ist da schiefgelaufen? Liegt es daran, warte mal, Folie drauf und Deckel. Lag es daran, weil ich die Teile nicht vorgewärmt habe? Also wie gesagt, das mache ich eigentlich nur, wenn es kalt ist. Gut, es war letztes Mal kalt. Es war, also was heißt kalt, es war halt so wie jetzt so 14, 15 Grad. Naja. Da kann ich in den nächsten, ja, in 3 Tagen muss ich da schauen. Und hier auch und hier auch und hier auch. Mal schauen, wie es da ausschaut.
An der Schwarmstimmung, glaube ich, liegt es nicht, weil die Schwarmstimmung, wir haben ein Wetter, das drückt die Schwarmstimmung sowas von durch die Decke. Soll ich jetzt hier nachlaufen oder nicht? Vorteil ist natürlich durch den Regen, der jetzt die ganze Zeit kam. Vorher, ich wäre ja im Nektar fast ertrunken und dann bam, Cut, Abriss. Soll ich nachlaufen oder nicht? Ich bin jetzt am Überlegen, weil ich habe hier für die Mini Plus hätte ich noch einen übrig. Also hätte ich noch einen einzelnen übrig. Müsste neue Weißelnäpfchen reinmachen, aber an dem soll es nicht scheitern. Dann schieße ich nach. Oder ich warte jetzt einfach nur 3 Tage und mache dann einfach nochmal komplett neu. Weil dann ist da alles verdeckelt. Ja, dann müsste das verdeckelt sein. Oder in 4 Tagen. Heißt ja 3, 5, 8 Königin gemacht. 3 Tage Ei, 5 Tage Larve. Dann wird es verdeckelt, 8 Tage verdeckelt und dann ist er Königin. So, also das Ei können wir weglassen, dann haben wir 5. Ja, wir haben heute den 3. Tag, dann warten wir noch 3 Tage, max 2 Tage, dann ist verdeckelt. Warten wir 3, dann bin ich auf der sicheren Seite und dann verschule ich die und mache sie darüber, die 2. Und dann schießt man auch. So machen wir es. Da bringen wir jetzt gar keine Hektik rein. Ich mache mir sonst eh zu viel Hektik, weil ich habe wirklich viel Arbeit, weil ihr seht hier. Hier, also ich muss jetzt alle noch checken heute und morgen. Ich muss alle Völker prüfen, weil die Schwarmstimmung, ich bin mir sicher, die Schwarmstimmung ist gigantisch. Ja? Die Schwarmstimmung ist brutal. Ist wirklich brutal. So. Dann sage ich tschüss. Feierabend für heute. Und ihr seht es, auch bei mir klappt es nicht immer. Aber 2. Oh mein Gott. Aber so ist. So ist. Das ist jetzt bloß, für mich ist jetzt die Frage, also mich stört es nicht, wenn es jetzt nur 2 sind. Mich stört es jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Lag es an dem, weil ich die Weißelbecherchen nicht ein bisschen wärmer gemacht habe. Es reicht ja theoretisch, wenn ihr auf dem Stand fahrt, wenn ihr die in der Hosentasche habt. So, das reicht ja auch. Mach ich so normal auch und funktioniert super. Bloß ich habe die wirklich genommen von hier, da war es kühl und habe da direkt reingelaufen. Also die waren weder in der Hosentasche, noch in der Sonne, noch irgendwas. Lag es an dem? Lag es am Umlaufen? Weiß nicht. Macht es ja jetzt schon ein paar Jahre. Wir lassen es einfach durchgehen als nicht erklärbar. Oder? Das Einfachste. Nicht erklärbar. Genau. Dann, jetzt aber. Tschüss. Ciao.